Österreichs Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein ist im Alter von 74 Jahren verstorben, bestätigte das Kanzleramt in Wien am Montag. Brigitte Bierlein war eine österreichische Juristin, ehemalige Verfassungsrichterin und Politikerin. Sie diente vom 3. Juni 2019 bis zum 7. Januar 2020 als Bundeskanzlerin der Republik Österreich. Nach dem Sturz der Regierung von Ex-Kanzler Sebastian Kurz übernahm sie im Jahr 2019 das Amt und führte als erste Frau die österreichische Regierung an. Die von ihr geleitete Beamtenregierung war etwa 7 Monate im Amt und hatte den Auftrag, eine Übergangsregierung bis zu den vorgezogenen Neuwahlen Ende September zu bilden. Vor ihrer Zeit als Bundeskanzlerin war er die erste Frau, die dem österreichischen Verfassungsgerichtshof vorstand. Sie war von 2003 bis 2018 zunächst Vizepräsidentin und von Februar 2018 bis zu ihrer Ernennung zur Bundeskanzlerin Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, VfGH. In den österreichischen Medien wurde sie als rechtskonservativ, aber keinesfalls verbohrt, beschrieben. Kanzler Karl Nehammer und Österreichs Bundespräsident Alexander von der Bellen äußerte sich bestürzt. Möge sie in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie. Wenn dich dieses Video berührt hat, schreibe bitte einen freundlichen Satz der Anteilnahme als Kommentar unter das Video und like das Video. Wenn du keine weiteren Nachrufe verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Vielen Dank!